42 Meter Länge, 23 Meter Breite und 8 Meter Höhe. Das Volumen des Goldhauses von Pro Aurum entspricht der bisher weltweit geförderten Goldmenge. Das Gebäude ist die Realisierung einer Vision, die Mirko Schmidt und Robert Hartmann bereits 2003 bei der Gründung von Pro Aurum hatten. Die Schaffung eines Kompetenzzentrums rund um Edelmetalle und zugleich eines modernen Arbeitsplatzes für die Beschäftigten bei Pro Aurum. Das Goldhaus kann durchaus als architektonisches Kunstwerk bezeichnet werden. Die Idee war, ein Gebäude zu errichten, das seine volle Wirkung dadurch entfaltet, dass Innen- und Außenarchitektur perfekt zusammenspielen. Zum einen der goldene Glanz der Außenfassade. Dies repräsentiert die Werthaltigkeit. Daneben dominieren im Innenbereich Basalt und Sichtbeton. Diese Materialien stehen für Beständigkeit und Seriosität. Das Goldhaus ist sozusagen die erlebbare Visitenkarte unseres Unternehmens. Pro Aurum erlangte zweifellos zunächst durch den An- und Verkauf von Barren und Münzen aus Gold, Silber, Platin und Palladium große Bekanntheit. Dieser Geschäftsbereich stellt auch heute noch ein wichtiges Standbein des Unternehmens dar, wird aber seit Jahren um ein umfangreiches Angebot an zusätzlichen Dienstleistungen ergänzt. So bietet die Numismatikabteilung den An- und Verkauf historischer Sammlermünzen an, wobei die Pro Aurum Expertinnen und Experten der Beratung und Bewertung einen besonders hohen Stellenwert einräumen. Auch ein hauseigener Goldsparplan bereichert seit 2021 das Serviceangebot von Pro Aurum. Dadurch können auch kleine Geldbeträge sukzessive in den Sachwert Gold getauscht werden. Nicht zuletzt kommt es auf eine sichere Lagerung an, damit physische Edelmetalle einen verlässlichen Schutz vor Inflation und Wertverlust bieten können. Auch hierfür hat Pro Aurum maßgeschneiderte Lösungen. Dieser Rundum-Service wurde in der Vergangenheit immer wieder positiv bewertet. Zum einen von zufriedenen Kundinnen und Kunden, zum anderen aber beispielsweise auch vom Wirtschaftsmagazin Focus Money, das Pro Aurum schon mehrmals zum besten Edelmetallhändler des Jahres kürte. Als einer der größten Edelmetallhändler in Europa setzen wir bewusst auf Transparenz und Sicherheit. Dazu gehört zum Beispiel, dass jede einzelne Münze und jeder einzelne Barren vor dem An- und Verkauf eine Echtheitsprüfung unterzogen wird. Hierfür kommen modernste Geräte zum Einsatz. Zudem ist unser Personal speziell auf die Überprüfung von Echtheit geschult und profitiert von jahrelanger Erfahrung. Zur Transparenz gehört für uns auch, dass wir unsere Kundenorders stets zu aktuellen Edelmetallpreisen abwickeln. Egal, ob ein Edelmetallkauf oder Verkauf, über unseren Online-Shop, via E-Mail, telefonisch oder über einen unserer Pro Aurum Standorte abgewickelt wird. Wichtig ist für uns auch, eine Informationsplattform für unsere Kundinnen und Kunden zu sein und so als verlässlicher Partner in der Lösungs- und Entscheidungsfindung aufzutreten. Hierzu finden in unserem Pro Aurum Goldhaus sowie in unseren Pro Aurum Filialen regelmäßige Veranstaltungen mit hochkarätigen Expertinnen und Experten statt. Unser Pro Aurum Newsroom, das Pro Aurum Magazin sowie Pro Aurum TV runden unser Informationsangebot ab. Gold ist ein Investment. Das bisschen gestreut zu haben, ist ganz gut. Edelmetalle haben sich im Verlauf der Jahrtausende immer als verlässlicher, sicherer Hafen für Investoren erwiesen. Ich bin nach wie vor von Gold immer überzeugt. Es gehört in jeden Haushalt. Ein weiteres Plus von Pro Aurum ist das Nebeneinander von Online-Shop und den Filialen vor Ort. Mittlerweile ist Pro Aurum in 7 deutschen Städten sowie in Zürich mit eigenen Niederlassungen vertreten. Die Kundinnen und Kunden profitieren dort von der breiten Produktauswahl, der kompetenten Beratung und der großen Erfahrung im Edelmetallhandel. Der Online-Shop von Pro Aurum überzeugt Edelmetallinvestoren vor allem durch seine ausgeprägte Benutzerfreundlichkeit und ein Höchstmaß an Sicherheit und Service. Pro Aurum ist offizieller Distributor praktisch aller wichtigen Münzen zur Kapitalanlage. Das bedeutet, dass wir die Münzen direkt bei den Herstellern weltweit einkaufen, wodurch wir Zugriff auf erhebliche Mengen davon haben. Dasselbe gilt für die in Europa führenden Hersteller von Edelmetallbarren. Solange die Zinsen unter der Inflationsrate bleiben, werden Investoren mit den klassischen Anlageklassen wie Sparbuch, Tagesgeld oder Rentenpapieren Stück für Stück Vermögen verlieren.
Vor dem Hintergrund dieser sogenannten negativen Realverzinsung ist der Ausblick für Edelmetalle weiterhin positiv. Gold wird von Braurum und unseren Kunden aber nicht in erster Linie als Renditebringer verstanden, sondern als Versicherung für das angesparte Vermögen, um die Kaufkraft zu erhalten. Laut unserer Hausmeinung sollten konservative Anleger zwischen 5 und 25% ihres Anlagevermögens in Gold investieren.